Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobbelt. Unser Thema heute: Ninive. Manche Leute fragen uns manchmal, woher der Name kommt. Fie, denken sich die Leute, und die Kinder haben ihren Spaß. Nein, aus der Bibel kommt es. Eine biblische Stadt, Ninive, aber nur mit einem E geschrieben. Und ich habe dann bösartigerweise ein zweites dran gemacht, dass man je nachdem an die Bibel denkt oder an die sagenhafte Stadt oder eben an die gute Apfelfee. Ninive ist ein ganz besonderer Apfel, ein Züchtungsdurchbruch, im August reif. Im Süden Deutschlands, in der Schweiz vielleicht Mitte August. Hier im Norden, wir sind an der Landesgartenschau Schleswig-Holstein in Altin, Ende August reif. Und das ist ein Sommerapfel, der eben kein Sommerapfel ist, der bereits ein Lagerapfel ist, von der Aromatik her, von der Festigkeit her, und bis zu 6 Wochen am Baum gelassen werden kann und immer noch fest und süß bleibt. Für die Liebhaber von wirklich süßen Äpfeln. Stellen Sie sich vor, ein Garten draußen vor dem Haus, Sie gehen jeden Tag zur Arbeit, Ihre Kinder in den Kindergarten, und so auf dem Weg nehmen Sie einfach einen Apfel mit. Und dann nach 6 Wochen ist der Apfelbaum gepflückt. Das ist Ninive. Das Apfelsaft spritzt noch jetzt 6 Wochen nach der Ernte. Jetzt musst du mich aber filmen, wie ich das esse, sonst glauben das die Leute auf YouTube nicht. Jetzt noch saftig und süß und fest. Und diese Eigenschaft, nämlich 6 Wochen am Baum oder 8 bis 12 Wochen im Lager durchzuhalten, hat keine andere Sommersorte außer Ninive. Übrigens, wie alle unsere Sorten, resistent gegen Schorf, ertragreich, regelmäßig tragend. Ich denke, wenn Sie da ein Bäumchen pflanzen, im zweiten Jahr garantiere ich Ihnen 5 bis 30 Äpfel. Sehen Sie auch manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr? Aber jetzt kann ich Ihnen helfen. Hier oben geht's zu Lubera.com, zum Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. Hier geht's zu gartenvideo.com, wo Sie bequemer und einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier geht's zu Gärten.com, wo es mehr Garteninformation und mehr Gartenunterhaltung gibt. Ich gehe jetzt aber weiter, meinen Weg.